Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ja, Let's Test-Episode. Mit dabei wieder der Atabu. Hallo, hi. Wir haben uns Divine Souls rausgesucht und ich habe einen Magier genommen, wie immer, oder in dem Fall Magierin. Und Atta hat den Fighter. Einen Fighter. So, dann drücken wir mal auf Start. All was well in the land of the gods. Until a sudden desire for power and dominance erupted amongst them. In this once peaceful and bountiful region, a gruesome war filled with greed broke out, and it ultimately lasted over 1,000 years. The war reached its culmination with the extinction of the gods, and soon after, the area had split into 4 regions, Groud, Vermont, Syria, and Tresia. But there was a problem even here. The greed and selfishness continued. The country with the most potential to grow was Groud, developing into a civilization with the ability to use magic and monsters. Thus, this region proved itself to be the most power-hungry in the area, and started a war with the motive of conquering its neighboring countries. The other countries had but one choice. Vermont, Syria, and Tresia formed an alliance to fight against the Groud, because otherwise, not one of them had the slightest chance of survival. But even after the alliance had formed, they still reached a point during the war where they were on the verge of losing. Devastated and their morales crushed, they brought out their last weapon, the scientist, Dr. Hildenbrook. Dr. Hildenbrook was a brilliant professor from Vermont and invented the Zeppelin engine, which was a most powerful engine and created many of the weapons you see today, some of which including the airships. In order to communicate and work with the other countries within the alliance, Hildenbrook distributed this technology to those in Syria and Tresia. So, with time and effort, the Union finally won their hellish and exhausting war with Groud. And thanks to Dr. Hildenbrook, there was much jubilation and celebration for the nations of the Alliance. The Groud had finally perished at their hands, and everything would be back to normal. However, we all know peace does not last forever. After the Groud's defeat, the last survivors of the Groud devised a plan and formed the terrorist group called Dark Moon. And the terrorist's ultimate plan? To kidnap Dr. Hildenbrook and restore the military might of the Groud Nation. And so, with the kidnapping of Dr. Hildenbrook, government officials from the Alliance Nations met to discuss what options were available for the rescue of the inventor and their hero, Dr. Hildenbrook. Ultimately, they decided on ex-soldier Kyle Wyden to find Hildenbrook, but their rescue efforts did not stop with just the government. After hearing that government officials were looking for Dr. Hildenbrook, a group of aristocrats lined the pockets of soldier Mary Linnell to find the professor, but their motive did not lie in the sake of the professor's safety, but for the fame and recognition after rescuing such an important member of society. News of Dr. Hildenbrook's disappearance spread like wildfire, from government officials to aristocrats and then tearing through city slums and across countrysides. Before long, every city within the Alliance Nations knew of Dr. Hildenbrook's disappearance, and Dr. Hildenbrook being the hero of the war, saving everyone from total defeat, it was in everyone's best interest to find him. Even the Mafia and the gangsters put their funds together to hire out a professional in the field of magic named Coco LeBeau. Who else would join the search for Dr. Hildenbrook? The gravity of Dr. Hildenbrook's kidnapping weighed heavily upon the Alliance's mind, and before long, even the Church had responded. The Vatican Church of Vermont had sent forth the priest named Patan Cromwell. And so, the story begins with the 4 heroes of the Alliance being sent forth to rescue Dr. Hildenbrook.
Halleluja. Alter, da hat uns echt eine Frikadelle ins Auge gequatscht. Boah, gar nicht monoton oder so. Ja. Would you like to start tutorial? Nach jedem Take, bumm, hoch, wieder runter. Bumm, ja. Wieder hoch. Tutorial? Nö, ne? Nö. Wir kennen MMORPGs. Richtig. Ja. Gleich stehen wir da. Scheiße, wie geht das? Okay, erstmal mal so ein schönes Informationsfenster. Interessiert sich nicht. Was? Rage Storm. Press T. Okay. Ja, schon mal mit WSD laufen, ist schon mal gut. Aber mit T drücken ist auch schon mal sehr ungewohnt. Ah, Accept muss man drücken. Ja, irgendwie. Ja, und dann erstmal Chat drücken, okay. You have finished the quest. Machen wir es ja die Steuerung rumprobieren. Ha, hilf mal! Weil wem mach ich immer eine Rolle? Hammer. Hui. Ich bin rollig! Jawohl! Irgendwie rennt man auch sehr komisch. Must be controlled. We don't want to repeat our stupid mistakes we made. Oh. How was your trip? It's already been 6 years. Ah, die Grafik ist jetzt auch nicht gerade die hübscheste. Wirkt sehr eckig und kantig. Mhm. Es wirkt auch so ein bisschen, ich sag mal so, aus den Jahren von Jedi Knight, Jedi Academy irgendwie. Grafik. Grafiktechnisch. Ich hab leider gerade nicht. Ich guck mal nebenbei, von wann das ist. 2003 oder so wahrscheinlich. Hab ich bei Steam nicht geschaut. Auf jeden Fall ist es kostenlos bei Steam. Kann man sich runterladen. Ja. The Four Rings has concluded that there is a problem with the power of magic. Okay. It's a serious concern, since losing the power. Eine Erfahrungsrolle hat man gleich bekommen. Means the beginning of fall. They must have done an investigation. 30 Minuten, aber Craft kenne ich jetzt gar nicht. We need you to go and see. Warte, jetzt habe ich nicht zugehört. Wann war das Spiel? Ich bin noch am Gucken. Ich habe nichts gesagt, weil der Typ hier so am Reden war. Da hinten hin. If you are lucky, ach, da hoch muss ich noch. Ha. You might have a powerful weapon. I am here to help. The quest. Ob es hier noch Spieler gibt, weiß ich nicht. Gerade sieht leer aus. Gerade sieht sehr, sehr leer aus, ja. Also bei Steam ist es seit 2014. Ich finde aber auch schon Videos von 2010. Wie viele Parts wir übrigens hiervon zeigen, wissen wir noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht was abgesprochen, weil wir sind einfach blind rein. Runtergeladen, gestartet und go. So. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hin soll. Ach, da ist noch eine Quest. Roter Pfeil. Ja, ich sehe aber gerade noch eine Quest. Money is everything. Ich soll hier schon mal raus. Eine Weltkarte gewesen. Hm. Bin dann jetzt in Erlond Forest Camp. Ja, 2010 ist Release gewesen. Ja, dafür ist aber ziemlich. Dafür sieht es ziemlich. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, die Game-Dings einzustellen. Ah, hier ist noch ein anderer Spieler. Tilos. So, man könnte mal die Grafik ein bisschen erhöhen. Klick. Das sieht schon ganz anders aus. So, ich habe das Game, wenn es ein Tausender QL ist, jetzt muss ich ins Dungeon. Join the party, end the dungeon, cancel. Da warte ich mal, bis Plädige hier ist.
Wie? Was? Wann? Wo? Wenn du in die Welt gehst, musst du in einen Dungeon rein. Okay. Und da kann man auch als Party rein. Warte ich mal auf dich. You have finished the quest. It might be too late. Ah, cleared the dungeon. Bist du schon in den Dungeon? Ich stehe davor. Hüpf doch hier. Ach da. Wir sollten vielleicht mal eine Party machen irgendwie. Aber wie? Nein, unter P nicht. Nein, unter I auch nicht. L ist Logbuch. K sind die Skills. J sind Achievements. U sind Dungeons. H ist Help. Oh, wer hätte es erwartet? Ach, da unten steht auch noch was. Da. Friendlist. B. Ja, B. Wer kommt denn auf so eine blöde Idee? Die Leute? Feeling Social Achievement Unlocked. Yay! So, Character jetzt doesn't exist. Invite. Okay. Ja, du hast wahrscheinlich nach Bladdick gesucht, oder? Nee, Redstone. Achso, du hast es falsch geschrieben. Join the party. Und wie komme ich da jetzt rein? Warte. Nochmal. Enter Dungeon. Du musst noch irgendwie... Rechts könnte jetzt ein... Genau. Mit Enter muss man dann bestätigen. Ah, cool. Damit man die Maus bewegen kann. Hä? Okay. Easy. Item Pickup in order. Dice Settings. Keine. Sehr seltsam. Ja. Yay, kann ich jetzt auf Fähigkeiten benutzen? Auf Z und X? Alter. Ah, ne. Linke Maustaste. Yeah. Yay. Mit R Items aufheben, ja. Was? Ich denke, du bist ein Magier! Holt dann erstmal so eine. Dachte ich auch! Okay. Protect mich mal. Wieso geht denn das nicht? Okay, sehr seltsam das Ganze. Und guck mal, was ich noch kann. Na? Achso, rechts ist Kontern. Ah, oh, da geht auch noch was. You can go to the next area. Hurry up. Oh, ich kann auch einen Roboter machen. Bam! Den? You need more stamina. I need more stamina. Wo ist denn mein Stamina angezeigt? Ah, okay. Yeah, okay. Ich treffe mit dem Kack nichts. Also Belegung ist ja richtig gay. Ja. You can go to the next area.
Oh, das sieht nach Boss aus. Ah, fisten wir einfach. Ich habe ja auch noch X. Und Z. Ach so, das ist Y. Ja, okay. Kann man mitleben. You can't use this yet. Fist in your face. Voll auf die Fresse. Ah ja. S. Okay. Okay. Bonus Stage. Yeah. Please select the action type. Okay. Hä? Oh. Wow. Was? Hä? Was ist das? Was war das gerade? Ich hab keine Ahnung. Oh, okay. Das ist der Bär da. Gegen den haben wir doch gerade gekämpft. LOL. Oh, ich hab einen Zauberstab. Can you hear? The forest is crying. You have finished the quest. It might be too late. Ich hab ein Schild offen für Mages. Bitte? Ich hab zwei Sachen, die für Mages sind. Ich hab ein Schild für Slasher und ein Priest und Staff Mage Only. Und Pants Slasher Only. Aber du warst Fighter, ne? Ja, genau. Dann habe ich leider nichts für dich. Was haben wir noch? Priest Only. Gut, dass man hier alles kriegt, aber nicht für sich. Das ist doch meistens so. Confirm. The trade has been completed. Dankeschön. Bitte. So, jetzt haben wir, was ist das? Oh, ich könnte meine Box öffnen. Okay. Priest Only. Hm. Level 5 bis 99. Gut, dass man das in einer Box bekommt, die man mit Level 2 öffnen kann. Mysterious Game. Echt seltsam. So, wieder ins Portal zurück. Wo müssen wir hin? Nee, ich muss erst noch zu Medemia. Attention, please. You have finished the quest. Talk to Delphi. Das ist Druid. Jetzt muss ich wieder da rein. Ich gehe doch nicht wieder da rein. Hello, human. So, und jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube die City, oder? Ah, ich habe noch eine Quest gekriegt. Ah, jetzt soll ich ins Dungeon? Ja. Nochmal rein, also okay. Hab ich fünfmal das gleiche kriege und sonst nur Sachen, die ich noch nicht anziehen kann. Oh, das ist ein falscher Dungeon? Nö, aber ich komme da nicht rein. Hm, wahrscheinlich, weil ich Gruppenleader bin. Na, ich muss auf jeden Fall wieder rein. Ja, ich muss auch nochmal dahin. Okay. Da ist ein anderer Spieler hochgehüpft.
Also nochmal einen epischen Kampf in eine megamäßige Schlacht. Und? Du musst akzepten. Die Steuerung ist so bescheuert. www.verknoteterhände.de. Wie geil, ob man auch nicht die Einstellung ändern kann. Okay. Ja. Was macht er denn? Warum hält er den denn? Oh, Beginners Armor bekommen. Ich halte ihn! Nach dem Halten kannst du noch eine Fähigkeit machen. Glaube ich. Also ich kann das zumindest. Yeah. Hurry up, hurry up, hurry up! Ah. Attacke! Wenn du mir nicht aus der Hand schießen würdest, was happelt er denn da so rum? Wie durch dieses Hits-Ding ständig der Bildschirm wackelt. Easy. Dann fliegen noch welche Feuerbälle rum. Hä? Hier ist doch gar nichts. You can go to the next area. Hey, level up. Sieht man irgendwo sein Level 8 da oben? Boah, ich hätte glaube ich auch besser Nahkampfklasse genommen. Das wäre wahrscheinlich interessanter gewesen. Als dieses Ding hier. Yo. Komm her. Ich fisse dich richtig. Pass auf, eine Attacke. Bam! Oh. Ja, okay, dann hauen wir das X noch hinterher. Stage clear. Yeah. Und nochmal ein S. Yay. Ha! Um das Geld bekommen. Ja, okay. Bonus Stage. Warum ist das überhaupt nicht? Wir machen mal so. Ich nehme mal das rechte ganz. Verloren. Jawohl! Ich habe Mitte genommen. Gewonnen. Draw wieder. Go back to camp. Was ich bekommen habe. Oh, Falter. Jede Menge Kram. Ha, ich hab Rüstung an. Craft Material. Lächer. Craft Material. Nur Crap und ich kann die Sachen immer noch nicht anziehen, die ich vorher gekriegt habe. Oh. Ich schon. Level Requirement 5 bis 99. Ja! Can
you hear? Du willst uns jetzt nicht wieder da reinschicken, oder? It might be too late. So. Dann wollen wir mal die Quest abgeben. Attention, please. You have finished the quest. You have finished. Das ist eine wiederholbare. Scheinbar. Ja. Ich muss wieder rein. Let's try the dungeon und go to the dungeon. Ja, das muss, das muss. Der Rest zeigt er hier an. Ja, lass mal, wir können ja nicht wieder reingehen. Das ist ein wiederholbares Atta. Also irgendwann ist auch Ende. Apropos Ende! Wir sind erstmal am Ende von diesem Part, würde ich sagen. Mal schauen, wie viele es werden. Auf jeden Fall einer noch, mindestens. Schaut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.